Tja, das Verkehrswendebündnis Bremerhaven hat gerufen und natürlich bin ich dem Ruf auch gefolgt. Die Veranstaltung findet hier im Timeport 2 statt. Im Grunde genommen hätte man das auch gut hier draußen machen können, um hinter mir den Verkehr auch zu begutachten, der momentan auch Thema ist. Lkw in der Stadt, Lordstraße, Barkhausenstraße. Dieser ganze Bereich, der wird heute Thema sein dieser Veranstaltung. Ich werde also darüber berichten und werde jetzt mal reingehen. Es war eine höchst interessante Veranstaltung und ja, ich muss das Verkehrswendebündnis wirklich loben. Also die ganzen Akteure, die bei der Veranstaltung anwesend waren, zusammenzubekommen in diese Runde, das war schon klasse. Johannes Jaska, einer der Betreiber, hat auch das Positionspapier vorgelesen vom Verkehrswendebündnis zum Lkw-Verkehr in der Stadt. Und da kann man an sich alles unterschreiben, was er da gesagt hat. Nochmal der Beitrag in der Nordsee-Zeitung. Wo sollen Lastwagen durch Bremerhaven fahren? Bürger reden am Donnerstag mit. Okay, die Schlagzeile ist natürlich Missverständnis, weil es war keine Bürgerbeteiligung, es war eine Bürgerinformation. Und zu Wort kommen sollten vor allen Dingen die Hafenbetreiber, das heißt diejenigen, die den Lkw-Verkehr erzeugen. Und ist klar, der Hafen spielt eine wichtige wirtschaftliche Rolle für die ganze Region. Es fiel dort mehrmals die Zahl von 40.000 Arbeitnehmern. Die Karte zeigt das Problem. Wir haben einen Hafen. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Ja. Wir haben einen Hafen im Norden. Und der Hafenverkehr wird zum Teil über die Scherburger Straße geführt, aber zu einem beträchtlichen Teil eben auch durch die Stadt. Das heißt Barkhausenstraße, Lloydstraße bzw. Kolumbusstraße, Elbinger Platz. Für die Anwohner, ich kann da ein Liedchen von singen, ist das natürlich ein Problem. Ich habe mein Lebtag an Hauptverkehrsstraßen gewohnt und Mischgebiete sind an sich kein Problem. Zum Beispiel hier an der Barkhausenstraße ist der Großhandel überhaupt nicht problematisch, obwohl dort natürlich entsprechend Lieferverkehr ist. Aber die Lärmaktionspläne, die Ergebnisse zeigen auch, die Straße ist auch für ein Mischgebiet schlicht und einfach zu laut, insbesondere nachts. Problem sind dann die Autotransporter, besonders wenn sie leer fahren oder eben schlecht verzurrt sind, und leerfahrende Containerfahrzeuge. Das Verkehrswendebündnis hat die Vorstellung visualisiert. Lkw-Verkehre, wie sie heute laufen. Die Lkw fahren eben viele im nördlichen Bereich eben zur Abfahrt über Seehäfen. Aber die Lkw, die hier im südlichen Bereich des Hafens zu tun haben, die fahren eben oft über Zoltau, Roter Sand, Barkhausenstraße, Lloydstraße und belasten natürlich auch die Innenstadt. Im Grunde genommen, die Lloydstraße ist die gute Stube, sollte die gute Stube der Stadt sein, aber dadurch ist sie hochgradig belastet und für Einzelhandel, Händler eine Todeszone. Wie es sein sollte, ist eben, die Lkw sollten im Norden auch bleiben und hier die entsprechende Autobahnauffahrt über Seehäfen benutzen. Und im Süden eben im Süden bleiben. Fischereihafen, der Bereich, beziehungsweise Luhneplatte, was jetzt neu geplant ist. Aber die Stadt sollte eben unbehelligt bleiben. Das ist natürlich die optimale Lösung. Das stellte sich auch in der Veranstaltung dann raus, dass den Hafenbetreibern natürlich der optimale Plan nicht so ganz behagte, die Lkw eben aus der Stadt vollständig rauszuhalten. Ein Trigger der Veranstaltung war natürlich der Plan von Dietmar Petra, der natürlich nicht bei der Veranstaltung anwesend war, also diesen Bereich, ehemaliges NWB-Gelände, als Parkplatz für BLG zu nutzen, als Abstellplatz für Autos
und eben eine Schwerlastkarre zu errichten, weil beide sind für Lkw eben nur über die Markhausenstraße zu erreichen. Der Witz, das Skurrile an der Situation ist natürlich, deshalb habe ich das Foto oben eingeblendet, dass Bord Marina 26 ein Projekt von Dieter Petram ist. Also er hat erkannt, dass viele Leute, mich inklusive, gerne in diesem maritimen Bereich wohnen würden. Die Schlepper, der Verkehr im neuen Hafen sind kein Problem für keinen von uns. Aber gleichzeitig erzeugt er durch seine Pläne eine Situation, in dem diese Wohnsituation eben problematisch wird. Tja, das soll mir mal einer erklären. Diesen Widerspruch, den sollte er irgendwann mal aufklären, und ich hätte es gut gefunden, wenn er dort anwesend gewesen wäre. Immerhin will er ja mit dem Werftquartier auch was Gutes für Bremerhaven tun, und da bin ich ja mal gespannt, wo der Hasenfuß dabei liegt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also Respekt vor den Akteuren, was sie da auf die Beine gestellt haben. Hafenwirtschaft fand ich auch toll, hochgradig vertreten. Politik. Vertreten war die SPD mit Frau Kirchstein-Klinger und von den Grünen Claudius Kamieniec. FDP und Linke waren nicht erschienen. Bei der FDP war es natürlich eine Enttäuschung. Was mich richtig geärgert hat, war, dass Thorsten Rasche nicht erschienen war. Nicht nur als in seiner Funktion als Sprecher der CDU, als Gesicht der CDU Bremerhaven, sondern auch als Fachmann für den ÖPNV. Nämlich ein Betriebsrat hatte berichtet, dass der ÖPNV im Hafenbereich so gut wie nicht existent ist. Und okay, da hätten wir uns gerne mit Thorsten Rasch drüber unterhalten. Er glänzte aber durch Abwesenheit. Vom Magistrat zuständig eben Bernd Schumacher. Der war aber leider erkältet und recht schweigsam, was ich auch verstehen konnte, und hat sich dann auch relativ schnell verabschiedet. Das war also das Setting. Man muss bei der ganzen Sache eins natürlich berücksichtigen, wenn wir hier vom Hafen reden. Vom Containerhafen, vom Bremerhavener Hafen, dann reden wir natürlich von einem stadtbremischen Hafen. Das heißt, alles, was hier gesprochen wurde, was mit Bremerhaven zu tun hat, das müsste an sich in Bremen besprochen werden. Und zum Glück war also ein Vertreter der Hafensenatorin auch anwesend, der sich auch zu einigen Plänen geäußert hat. Alle Betreiber hatten sehr viel Verständnis für die Belästigung durch Lkw im Bereich Barkhausenstraße-Leutstraße. Das ist unbestritten, und es wurde auch festgestellt, dass der Verkehr eben durch die Schiene abgeleitet werden soll. Der Verkehr, der durch den Hafen führen sollte. Was ich gut fand, BLG und Maersk planen eben durch eine Art Shuttle-Fährverkehr ihre Verbindung zwischen den Containerhafen und den Süden der Stadt, das heißt Maersk mit der Halle, mit der Logistikhalle, BLG durch die Abstellplätze am alten Flughafen sicherzustellen. Das wäre eine tolle Sache. Ich denke mir, für Bremerhaven wäre das auch ein Aushängeschild, weil man würde dann also wirklich auf den Weg bringen, wie eine Stadt, die lebenswert ist, auch eine Innenstadt, die lebenswert ist, mit einem funktionierenden Hafen zusammenleben kann. Also das fände ich richtig gut. Es gab zwei Träger noch während in der Veranstaltung. Das war einmal, es fiel an jeder zweiten Stelle der Begriff Verkehrsentwicklungsplan, und es fiel natürlich der Begriff Hafenrandstraße. Über die Hafenrandstraße hatte ich schon mal vor einer ganzen Weile gesprochen. Insofern war es schade, dass die FDP nicht anwesend war, weil es war ihr Plan. Und der Plan ist gut. Wir sehen hier, wie der Verkehr aktuell durch den Hafen läuft, also kreuz und quer, und er kreuzt an sich Stellen den Schienenverkehr. Das heißt, die Lkw werden durch Schienenverkehr behindert, beziehungsweise umgekehrt. Und dann macht die Hafenrandstraße, die hier nämlich genau dies vermeiden will, sehr viel Sinn, die auch den Verkehr vom Zolltor Rotersand abziehen würde und Richtung Scherburger Straße führen würde. Aber da meldete sich sofort Frau Kirchstein-Klingner und sagte, nee, da wohnen ja Leute, und die hätten bestimmt was dagegen, wenn eine Hafenrandstraße entstehen würde. Okay. Das wird noch Diskussionsbedarf geben. Der Vertreter der Hafensenatorin stellt aber fest, okay, die Pläne finde er gut. Es gibt aber keine konkrete Ausarbeitung. Die sind ja schon eine ganze Weile im Raum, und anscheinend hat noch niemand sich die Mühe gemacht, das mal
wirklich genau zu erforschen. Machbarkeitsstudien, andere Sachen, was man da machen könnte. Ansprechpartner wäre da die Hafensenatorin aus Bremen. Das hat mit Bremerhaven an sich ja nicht viel zu tun. Aber er zeigte sich da ganz verständlich. Tja, der zweite Trigger war eben der Verkehrsentwicklungsplan. Also Nils Schnorrenberger wies also in jedem zweiten Satz darauf hin, dass das eben wichtig wäre, einen Verkehrsentwicklungsplan zu erstellen und danach eben auch zu handeln. Und da hat er natürlich schlicht und einfach auch recht. So planlos wie momentan agiert wird, was Verkehr anbelangt, in Bremerhaven, das führt eben genau zu diesen Situationen, die wir momentan haben, dass wir einen hochgradig belastenden Verkehr mitten durch die Stadt leiten. Die Beschlusslage, die ergibt sich im Grunde genommen aus einer Anfrage, die beantwortet wurde. Hier haben wir Claudius Kamenetz, September 22 die Anfrage, das wurde auf einer Sitzung im Dezember 22 Stadtverordnetenversammlung beantwortet. Tja, ich scrolle es mal langsam durch, man kann es durchlesen und Erkenntnis ist, ab Beauftragung eines entsprechenden Gutachterbüros würde es 2 Jahre dauern, aber diese Beauftragung, die dauert anscheinend auch noch, weil man die Pläne erst ausarbeiten muss, das heißt, die entsprechenden Angebote erstellen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie die konkrete Sachlage jetzt ist. Es war mal auch Thema beim Bau- und Umweltausschuss, aber da habe ich auch nichts Neues daraus erkennen können. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf diesen Verkehrsentwicklungsplan als heiligen Gral verlassen, der sofort hilft. Längerfristig natürlich geht es nicht ohne. Aber vielleicht ein Blick auf die Rechtslage. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Und zwar, wenn eine Kommune, das heißt die Stadtverordnetenversammlung, beschließt, wir brauchen eine Straße, ja, dann bauen sie eine Straße. Das können sie machen. Also ich habe einen Acker und schicke da also meine Asphaltierungsmaschinen drüber und habe dann eine, na, das ist erstmal ein Asphaltband. Um aus einem Asphaltband eine Straße zu machen, da bedarf es rechtlich gesehen einer Widmung. So nennt man das. Das heißt, ich widme als Kommune dieses Asphaltband dann als Straße, damit der Verkehr drauf stattfinden kann. Das kann meinetwegen auch ein Fahrradweg sein, ist völlig egal. Was ich als Kommune machen kann, ist zum Beispiel die Straße zweispurig machen. Ich kann sie auch vierspurig machen. Okay, da muss ich mich auch an bestimmte Regeln halten, aber das lassen wir jetzt mal weg. Das kann ich machen, das nennt man Widmung. Ich kann aus einer vierspurigen Straße auch eine zweispurige Straße machen, also eine Umwidmung. Ich kann auch sagen, ich brauche die Straße nicht mehr, ich reiße dieses Asphaltband ab. Das wäre eine Entwidmung. Oder das wird jetzt meinetwegen nur noch ein Feldweg. Wenn ich aber als Kommune eine Straße baue, die dann für den Verkehr freigegeben wird, also sie für den Verkehr widme, dann haben wir folgende Situation. Nämlich der Verkehr, der auf diesem Asphaltband stattfindet, der hat nichts mehr mit der Kommune als solcher zu tun, sondern nur noch mit der Straßenverkehrsbehörde, die in der Regel auch in der Verwaltung der Kommune beheimatet ist. Und die Straßenverkehrsbehörde, die hat auch nichts mehr mit Koalitionsverträgen oder irgendwelchen anderen Sachen zu tun, sondern die hat sich schlicht nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung zu halten. Da gibt es also keine Vorschriften, die sie einzuhalten hat, weil irgendeine Partei meinte, nee, das können wir nicht machen. Das heißt, wenn ich die, blätter mal eins weiter, wenn ich die rechtlichen Voraussetzungen, den Tatbestand, zum Beispiel der Verkehr ist zu laut oder der Verkehr erzeugt zu viel Abgase, zu viel Feinstaub, dann habe ich einen Tatbestand, für den die Straßenverkehrsordnung, das Gesetz festschreibt, ich muss Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Tempo 30 oder Lkw-Fahrverbote, Lkw-Nachtfahrverbote. Da gibt es keine Rücksprache hier mit der Kommune als solche. Die hat damit schlicht und einfach nichts zu tun, sondern die Straßenverkehrsbehörde ist allein im Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung unterworfen. Das sieht man in Bremerhaven ein wenig sportlich, würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Weil da meint man, man könnte also viel in Koalitionsverträgen andere Sachen reinschreiben und naja, wir machen mal dies und jenes. Die Situation ist also, das Oberverwaltungsgericht Bremen hat schon 2016 gesagt, okay, die Stadt ist zu laut und seitdem ist reichlich wenig passiert. Es sind wohl Tempo-30-Zonen angeordnet worden, aber bei weitem nicht in dem Umfang und mit der Wirkung, wie es notwendig wäre. Wenn wir jetzt die Hafenakteure mitnehmen, die Privaten, dann können die sich darauf verlassen, solange eine Straße gewidmet ist,
können Sie diese Straße so viel und so lange benutzen, wie Sie wollen. Das kann ich nicht einschränken. Außer ich schränke es über die Straßenverkehrsordnung ein. Das heißt, wenn ich einen runden Tisch habe, dann kann ich da viel besprechen, aber verpflichten kann ich die Betreiber nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, okay, wenn ihr so weitermacht, dann, ja, dann sind wir böse. Was in der Art. Andere Möglichkeit ist eben Verkehrslenkung durch Verkehrsvergällung. Vergällung, das ist, wenn ich zum Beispiel Spiritus kaufe, da ist Alkohol drin, der ist vergällt, weil ich will eben vermeiden, dass der Alkohol zum Genuss getrunken wird. Ähnlich ist es mit Straße. Das heißt, bei Spiritus ist es so, Alkohol ist drin. Das heißt, der Alkohol hat seine Funktion zum Reinigen, als Reinigungs- oder als Brennzwecken. Aber er soll eben nicht den Genuss dienen. Und so ähnlich kann ich das für eine Straße sehen. Das heißt, die Straße sollte ruhig ihre Funktion behalten als Transportweg. Aber es sollte nicht unbedingt die einfachste Art und Weise sein, für Lkw vom Norden der Stadt in den Süden zu gelangen. Das kann ich denen ein bisschen vermiesen. Was aber Bremerhaven gemacht hat, zum Beispiel hier an der Grenze Berghausenstraße-Leutstraße, ist genau das Gegenteil. Man hat nämlich durch diese doppelte Abbiegespur für Lkw genau das Gegenteil gemacht. Man hat es ihnen leichter gemacht. Und das ist ein Brass-Paradoxum. Das heißt, je leichter ich den Verkehr mache, desto mehr Verkehr erzeuge ich. Das ist bestens wissenschaftlich hinterlegt und Bremerhaven benimmt sich genau in dieser Form. Die erste Maßnahme wäre also, den Lkw-Fahrern, den Verkehr zu erschweren. Andere Strecken natürlich gleichzeitig zu erleichtern. Fazit: Der Ansatz der Veranstaltung war Lkw raus aus der Stadt. Der Vorteil natürlich, also das war eine Sollbruchstelle. Man merkte, das war dem Verantwortlichen. Man kann schlecht, obwohl natürlich kann man das, was ist denn Mehrwert, wenn wir ehrlich sind? Gesundheit der Menschen und ein Wirtschaftsbetrieb. Dient die Wirtschaft nicht dazu, den Menschen das Leben zu erleichtern, überhaupt zu ermöglichen? Aber wenn ich krank werde durch die Wirtschaft, dann stimmt da irgendwas nicht. Das wäre jetzt die harte Version. Die Verantwortlichen haben den Warnschuss ja gehört. Man hat es in der Veranstaltung gemerkt. Durch diese Maximalforderung werden natürlich auch Erwartungen geweckt und die kann man so nicht erfüllen. Aus meiner Sicht wäre der erste Schritt erstmal weniger Lkw. Und da ist die Hafenwirtschaft ja auf dem besten Weg. Man hat das erkannt, das geht nicht so. Wir brauchen eine nachhaltige Hafenwirtschaft. Also müssen wir sehen, wie wir den Lkw-Verkehr ersetzen. Für die Menschen in der Stadt wäre viel gewonnen, weniger Belastung durch Tempo 30 oder durch Nachtfahrverbote. Da macht die Stadt einfach zu wenig bzw. nichts. Aber der Gesprächsanfang, der ist da und insofern muss ich die Veranstaltung loben. Das war's von meiner Seite.